Das ist Jimmy. Jimmy sitzt leider im Gefängnis, weil er Mist gebaut hat. Wie du jedoch siehst, ist Jimmy richtig muskulös. Aber wie geht das denn überhaupt, wenn in vielen Gefängnissen nicht mal ein Fitnessstudio vorhanden und das Essen nicht gerade optimal ist, um Muskeln aufzubauen? Und nein, Jimmy ist kein Zauberer. Wie er trotzdem so muskulös geworden ist, genau dem gehen wir jetzt auf die Spur. Also legen wir los. Wir kommen gleich dazu, wie Jimmy das denn gemacht hat. Aber vorab müssen wir erstmal klären, warum er das dann überhaupt gemacht hat. Denn damit man sein Training überhaupt durchzieht, braucht man erstmal einen starken Motivator. Außerhalb des Gefängnisses könnte das zum Beispiel sein, man möchte einfach einen besseren Körper haben oder nicht immer der Schwächste sein oder einfach allgemein gesünder leben. Im Gefängnis jedoch sieht das ein bisschen anders aus. Jimmy hat da vor allem folgende Motivatoren. Erstens Zeit. Da Jimmy eh nicht so wirklich weiß, was er mit seiner ganzen Zeit anfangen soll, hat er sich dazu entschieden, anfangen zu trainieren, da er das eh schon immer mal wollte. Zweitens ist jedoch viel der ausschlaggebendere Punkt. Denn im Gefängnis geht es nicht immer so gemütlich wie zum Beispiel bei einem Kaffeekränzchen zu. Sprich, er hat einen sehr starken Grundmotivator, um breiter, stärker und muskulöser zu werden, um sich selber zu verteidigen. Denn wenn Jimmy zum Beispiel in der Dusche mal die Seife fallen lässt und sich bücken muss, dann naja, machen wir erstmal weiter. Also Grund hat Jimmy ja definitiv genug, um das Training durchzuziehen. Doch wie hat er das mit den schlechten Umständen denn jetzt überhaupt gemacht? Ich meine, wenn keine Gewichte und Geräte wie im Fitnessstudio vorhanden sind, dann geht das doch gar nicht. Oder? Naja, würde ich so jetzt nicht ganz sagen. Denn Jimmy hat ja sein eigenes Gym eigentlich überall dabei. Und zwar seinen eigenen Körper. Sprich, er macht Calisthenics. Ja gut, da damit kann man ja jetzt nicht wirklich Muskeln aufbauen, das wird ja irgendwann viel zu easy. Da muss ich auch schon wieder widersprechen. Aber sehen wir uns doch einfach mal an, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Jimmy weiß noch irgendwoher, dass Volumen sehr wichtig für den Muskelaufbau ist. Sprich, wie viele Sätze mal Wiederholungen man macht. Als zum Beispiel 5 Sätze mal 15 Wiederholungen Liegestütze. Die meisten von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass so der optimale Hypertrophiebereich, also sprich der Bereich, um Muskeln aufzubauen, so zwischen 8 bis 12 oder sind wir mal sehr spendabel und sagen 8 bis 15 Wiederholungen pro Satz sind. Also wenn Jimmy zum Beispiel, sagen wir, 25 Liegestütze macht, dann trainiert er ja nur Ausdauer. Das ist jedoch ein alter Irrglaube. Hier ein paar wissenschaftliche Beweise. So hat zum Beispiel folgende Studie herausgefunden, dass man mit bis zu 30 Wiederholungen gleich gut Muskeln aufbauen kann, wie mit nur 8 bis 12 Wiederholungen. Sofern man sehr nah ans Muskelversagen bzw. bis ans Muskelversagen geht. Dazu gibt es sogar eine sogenannte Meta-Analyse. Sprich, das ist eine Studie, bei der man andere Studien anschaut und die Ergebnisse der verschiedenen Studien einfach vergleicht und sieht, was dabei rauskommt. Diese Meta-Analyse ist ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass man mit einer höheren Wiederholungsanzahl genauso gut Muskeln aufbauen kann. Also mit erstens gutem Training, also viel Volumen, sprich vielen Sätzen und Wiederholungen, hat Jimmy schon mal den ersten Teil richtig gemacht. Im Training ist jedoch auch Regeneration bzw. halt Schlaf wirklich sehr wichtig für den Muskelaufbau. Und genau dafür hat Jimmy ja, wie am Anfang erwähnt, ebenfalls genug Zeit. Sprich, den zweiten Punkt, Regeneration, kann er ebenfalls erfolgreich abhaken. Jetzt denken sich aber einige von euch vielleicht, naja, schon gut und so, aber irgendwann werden auch Liegestütze zu einfach und dann kann man 50 locker machen. Da stimme ich euch zu und dann wird es auch eher schwierig, um Muskeln aufzubauen. Das ist aber nicht so das einzige Problem, das Jimmy mit der Zeit so bemerkt hat. Denn er hat irgendwann gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Er möchte sich weiterentwickeln, denn nach dem Knast möchte er was aus sich machen und nicht direkt wieder in den Mist reinrutschen. Das heißt, er fängt an, viel zu lesen und sich weiterzubilden. Was wiederum aber heißt, er hat nicht mehr so viel Zeit, um zu trainieren, wie er eigentlich bräuchte. Also hat Jimmy versucht herauszufinden, was er denn tun kann, um das Training zeiteffizienter zu gestalten. Da ist er dann irgendwann auf die dritte Variable des Volumens gestoßen. Intensität. Jimmy kann nämlich etwas mit den Sätzen und Wiederholungen zurückschrauben, wenn er die Intensität im Gegenzug erhöht. Das kann er entweder so machen wie ich eine Zeit lang, und zwar mit schwereren Übungen. Also zum Beispiel anstatt normalen Liegestützen kann er Archer-Push-Ups oder sogar einarmige Liegestütze machen. Denn versuch selbst mal, bis zu dem Level zu kommen, an dem du 12 schöne
einarmige Liegestütze am Stück schaffst. Oder die zweite Möglichkeit, wie er die Intensität steuern kann, ist mehr ans Gym angelehnt. Er erhöht einfach sein eigenes Gewicht. Nein, damit meine ich jetzt nicht, dass er mehr futtern soll, um schwerer zu werden. Was er jedoch tun kann, ist, er kann mit Inhaftierte fragen, denen er natürlich vertraut, ob sie ihm als Gewicht dienen können. Oder benutzt halt sonstige Dinge, die er halt so als Zusatzgewicht finden kann. Somit hat er sogar mehrere Wege, um sein Training anstrengend genug zu gestalten, um Muskeln aufzubauen. Falls euch das immer noch nicht überzeugt hat, dass man damit gut Muskeln aufbauen kann, schauen wir uns doch mal ein paar professionelle Calisthenics-Athleten oder Turner an. Da sehen wir zum Beispiel, naja, ich würde schon behaupten, dass die relativ gut in Form sind. Ich persönlich zum Beispiel trainiere ja auch nach Calisthenics-Art. Und ich bin jetzt zwar nicht Arnold Schwarzenegger, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich mich nicht verstecken darf. Okay, Training haben wir jetzt erstmal abgehakt. Bevor wir jetzt aber gleich zum Essen kommen, gibt es noch eine wichtige Sache, die ich erwähnen möchte. Und zwar abonnieren und liken nicht vergessen. Nee, Spaß. Kommen wir wirklich zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich eine Studie gefunden, die zeigt, dass all jene Häftlinge, die vor allem gewalttätig sind, ein höheres Testosteronlevel haben als zum Beispiel die, die nur etwas gestohlen haben. Was wir daraus schlussfolgern können, ist wahrscheinlich, dass viele Insassen eben im Gefängnis sind, weil sie so ein hohes Testosteronlevel haben. Denn Testosteron ist nicht nur das beste und wichtigste Hormon, um Muskeln aufzubauen, sondern es steigert auch das Aggressionslevel des Betroffenen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass jeder, der aggressiv ist, auch ein hohes Testosteronlevel hat oder nur weil man ein hohes Testosteronlevel hat, direkt im Gefängnis landet. Ich wollte damit nur zeigen, dass viele Insassen wahrscheinlich ein natürlich hohes Testosteronlevel haben. Sprich, viele Insassen werden wahrscheinlich auch noch leichter Muskeln aufbauen als wie so der Durchschnittsmann. Okay, ist jetzt alles schön und gut. Aber ich habe ja sogar selbst in einem meiner Muskelaufbauvideos erwähnt, dass das richtige Training ohne die richtige Ernährung nicht wirklich was bringt. Und genau das stimmt auch. Deshalb habe ich erstmal versucht herauszufinden, was es denn in den Gefängnissen überhaupt so zu essen gibt. Ach ja, zuvor möchte ich aber noch ganz kurz erwähnen, dass einige Studien auch aufgezeigt haben, dass man in einem sogenannten Kaloriendefizit ebenfalls Muskeln aufbauen kann. Falls ihr dazu mal mehr hören wollt, kann ich gerne ein Video dazu machen. Einfach mal einen Kommentar schreiben und ein Like da lassen, falls ihr das Video soweit feiert. Also bei meiner Recherche nach dem Essen bin ich zum Beispiel auf die Gefängniscousine aus Berlin gestoßen. Dieser Twitter-Account ist nebenbei bemerkt anscheinend heimlich von Gefängnisinsassen geführt worden. Jedoch wurde das Handy inzwischen gefunden und naja, eingezogen. Einsehbar ist der Account trotzdem noch. Wie wir hier zum Beispiel sehen, sind durch die Nudeln einige Kohlenhydrate und Kalorien gegeben, sowie Vitamine durch die Bohnen und auch etwas Eiweiß durch das Fleisch in der Soße. Das ist wahrscheinlich etwas zu wenig, um dauerhaft ernsthaft Muskeln aufbauen zu können, aber schon mal eine gute Basis. Den Rest seiner Kalorien und Eiweiße kann Jimmy über zwei weitere Arten abdecken. Weg Nummer 1 wäre so richtig der Knossbruderweg und Jimmy klaut einfach den schwereren Insassen ihr Essen, damit er selbst seine Gains safen kann. Oder die etwas elegantere Art wäre folgende. So kann zum Beispiel in vielen Gefängnissen ein Job ausgeübt, damit Geld verdient und mit dem Geld dann in den Gefängnissupermarkt eingekauft werden. Dort gibt es jetzt zwar vielleicht nicht das Beste vom Besten und kochen kann man leider auch nicht, aber dadurch kann man durchaus seine restlichen Kalorien und Eiweiße abdecken. Das wiederum heißt, dass Jimmy erstens richtig trainieren kann, um Muskeln aufzubauen, als auch genug schlafen bzw. regenerieren, um Muskeln aufzubauen und sich auch, naja, so ernähren kann, dass er Muskeln aufbaut. Aber versteht mich jetzt nicht falsch, das heißt jetzt nicht, dass ihr in den Knast gehen sollt, um Muskeln aufzubauen. Viel intelligenter wäre es, wenn ihr einfach hier ein Abo dalasst und ich euch zeige, wie ihr effizient und am schnellsten Muskeln aufbauen könnt. Und falls du damit jetzt schon richtig durchstarten willst und deine Ernährung wirklich perfekt machen willst für den Muskelaufbau, dann zieh dir am besten dieses Video herein. Lebe und bis zum nächsten Mal. Peace.